Und jetzt einfach raus und jetzt kommt der Test. Achtung. Hi, servus. Hi, grüezi. Gut, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, super. Oh, scheiße, falscher Einstieg. Wir machen ja gar keinen Rösti jetzt. Verdammt. Wir machen... Achso, Rösti kommt ja aus Österreich, ne? Ja, ja. Hm. Ah. Wir machen hier Pommes. Ganz geil. Normale Pommes. Statt French Fries. Die 25. Die Nummer 25 im Buffalo House. The original franchise. Baby. Der hat schon mal hier, wie man sieht, Kartoffeln relativ beschissen geschält und in kaltes Wasser eingeweicht. Ja, hast du vorhin geschält, was redest du? Psst, du musst den Leuten nicht alles verraten, okay. Meine Güte. Also, der Praktikant hat die Kartoffeln geschält, verstanden? Okay. Gut. Ich habe vorhin die Kartoffeln geschält. Geht doch. Und wir haben die jetzt ungefähr eine Stunde in kaltem Wasser liegen gehabt. Brauche auch so ungefähr eine Stunde, ist ganz wichtig. So, was machen wir jetzt? Als nächsten Schritt, was denkst du? Was machen wir schon? Schneiden. Genau, ich schneide aber selber. Diesmal schneidest du. Oder willst du schneiden? Ich schneide ja schon das Video. Okay. Ja, ja. Das ist, ich weiß mal gar nicht, was ich sagen soll. Deine Witze sind flach wie Steppe. Gut. Ja. Hier könnt ihr einfach eure Pommes schneiden, wie ihr wollt. Boah, guck mal, ja, ich habe mir ein Stück vom Handschuh abgeschnitten. Schaut euch das an, Tatort. Der Tatort. Direkt aus der Hölle. Leck mir am Arsch, das war echt knapp an meinem Finger. Verfickte Kacke. Darf man das sagen, verfickte Kacke? Ja. Ich habe nicht Scheiße gesagt. Aber du hättest sagen müssen, leckt's mich doch am Zückerli. Leckt's mich doch am Zückerli. Kennt ihr hier Schützenfest? Ja, komm, Morgan, und so. Kennst du? Hey, wollen wir Rose kaufen? Wollen wir Rose kaufen? Hey? Guckst du, hast du hübsche Freundin? Ist meine Schwester. Ja, hast du hübsche Freundin? Ist meine Schwester. Ja, hast du, ist meine Mutter. Ja, sag ich doch, brauchst du Rose für deine hübsche Mutter? 3,50 €. Wollen Rose kaufen. Also, der Bachelor sozusagen ist also nichts weiter wie der Rosenverkäufer in der Großstadt. In der Großstadt, genau. Und finde ich eigentlich geil. Liebe Bachelor da draußen, die Rosen verschenken. Ihr seid meine wahren Helden. Alter, leck mir. Das ist ein echt schlechtes Format. Also ich hate ja nicht gern über bestimmte Dinge, oder? Aber ich sag mal so, ich setze jetzt einfach mal auf ein Level. Dschungelcamp, ja. Wie heißt die Serie, wo sie Klamotten hier auf Vox hier mit dem... Shopping Queen. Ja, Dschungelbuch, Shopping Queen. Dschungelbuch. Dschungelbuch. Also nochmal. Mowgli und die wilden Zwerge. Dschungelbuch hier, weißt du, kennst du, Dschungelcamp, so rum, ja. Fuck. Dschungelcamp. Shopping Queen. Shopping Queen. Der Bachelor und wie heißt dieses Eisland? GZSZ, ja. Alles eine Stufe. Eigentlich hätte man auch dieselben Schauspieler nehmen können. Ist ja auch streckenweise. Es ist Strecken. Oder nee, die Achtung, Kontrolle, das zockt nochmal alles aus. Und jedes Mal dieselben Schauspieler dabei. Oder was auch geil ist, mitten im Leben. Nee, bei Hilf mir in RTL. Hilf mir, Jung bei der Verzweiflung lassen. Da müsst ihr mal drauf achten lassen. Teilweise immer dieselben Schauspieler in verschiedenen Serien dabei. Das macht ja nichts. Das macht nichts. Sind auch immer dieselben Wohnungen teilweise. Genau, Familien im Brennpunkt. Armes Deutschland. Die wohnen halt alle im selben Block. Das ist ja, die Fernsehformate werden zunehmend intelligenter. Und ich frage mich immer so ein bisschen, warum schaut sich das jemand an? Also ich hab seit Jahren keinen Fernseher mehr geguckt. Ja, aber trotzdem kennen wir diese Formate. Ja, weil die sind unumgänglich. Ja, die sind einfach überall präsent. Ja. Aber gut, hören wir auf, über Fernsehformate zu haten. Die sind immer noch scheiße. Was war? Achso, ja, hier Pommes. Also, schaut mal her, geschnittene. Und jetzt lassen wir die hier einfach mal liegen. Im kalten Wasser. Minimum eine halbe Stunde. Dass sich die Stärke der Kartoffeln rauswäscht. Ja, rauslöst. Genau. Ihr seht schon, schaut mal, wie trüb das Wasser wird. Und das ist echt von der Stärke. Dass wir einfach knusprige Pommes bekommen. Und dann zeigen wir euch gleich,
wie wir die vorfrittieren und was wir dann danach mit den Dingern machen und ja. So, liebe Freunde, boah, das Bier in der Mittagspause war heftig. Knallt, ne? Boah, ja, ich habe ja noch ein bisschen von gestern. Oh, das ist Samstag. Fuck, Samstag. Ah ja. Ja, war jetzt eine halbe Stunde hier drin, in unserem kalten Wasser. Die Stärke ist draußen. Jetzt gießen wir das ab durch den Sieb und ich würde sagen, ich bin gleich wieder da. Pommes. Also, hier seht ihr, abgetropft. Und jetzt, also, Kameramann, geh mal ein bisschen weg. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, es könnte spritzen. Der Kameramann ist ungefähr 3 Meter entfernt. Alter, hast du lange Arme. Bisschen wie ein Orang-Utan. Na gut. Ja, Fett 140 Grad, Temperatur zum Vorfrittieren. Ja, und dann vorsichtig da rein. Hoi, hoi, hoi. Alles gut. Das war eine knappe Kiste, hast du gesehen? Bisschen. Das ist das Wasser, ja. Da darf man einfach die Hoffnung nicht aufgeben, den Mut nicht verlieren. Falls es zu sehr nach oben steigen sollte, einfach den Schaumlöffel rein. Und ihr seht, es geht gleich runter, ne? So, jetzt frittieren wir die Scheiße hier ein bisschen vor. Und ja, sehen uns gleich wieder. Das Vorfrittieren dauert ungefähr, naja, 3 Minuten, 4 Minuten. So, also, die sind vorfrittiert. Das merkt man, wenn man die anfasst. Sieht anfest. Man eigentlich auch, ne? Anfest, Entschuldigung. Sieht man auch, ne? So, leicht, ja, vorfrittiert, beziehungsweise halt vorblanchiert in Fett. Wie gesagt, das war jetzt bei 140 Grad. Waren so 3,5 Minuten, waren die jetzt da drin. Das reicht. Ja. Und in der Zwischenzeit, wenn wir jetzt das Fett hochdrehen, könnt ihr zum Beispiel einen Dip dazu machen oder... Ich gehe da schnell. Geh da schnell, ja. Sour Cream oder sowas. Genau. So, kann wir machen ja einfach, das... Kann man ja einfach selbst machen, ne? Genau. Zeigen wir dann auch... irgendwann mal. Irgendwann mal in einem Video, wie man eine Sour Cream macht. Und wenn wir eine Sour Cream machen, keine normale. Irgendwie ein bisschen vielleicht abgeändert oder... gucken wir mal. Spacey Sour Cream. Spacey Sour Cream. Und ja, wir machen jetzt das Fett auf 180 Grad hoch. In der Zwischenzeit warten wir mit unseren Pommes, lassen die leicht auskühlen und zeigen euch gleich, wie es weitergeht, um richtig knusprige French Fries. So, also unsere Kartoffeln sind abgekühlt, vorblanchiert, unser Fett hat 180 Grad und wir starten. Ja. Los geht's. Einfach wieder rein mit den Pommes. So, könnt ihr ein bisschen vorsichtig machen, wenn ihr euch nicht traut. Und da seht ihr, ne? Wenn das jetzt schäumen sollte, einfach... So, an ihn rum und dann passiert nichts. Natürlich aufpassen daheim, wenn ihr in einem Topf frittiert. Ich empfehle immer, frittiert in der Fritteuse. Das Zeug mit im Topf frittieren ist wirklich was, wo man sich auskennen muss, gut auskennen muss. Weil, wenn das natürlich überschäumt, ist scheiße. Hat mal ein kleines Problem. Ja, also wirklich aufpassen, wenn ihr euch damit zu wenig auskennt, investiert die 30, 40 Euro für eine Fritteuse. Einfache Fritteuse. Gibt es ja heutzutage schon billiger. Gibt es 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter, 4 Liter, gar kein Problem. Ja, und das sollte man wirklich investieren. So, jetzt warten wir auf unsere Pommes. Die haben wir schon mal vorbereitet. Schau mal, Kameramann. Das ist einfach nur Salz und Paprikapulver. Wir kaufen ja kein Pommesgewürz. Das ist Schwachsinn, so billig und einfach selber zu machen. Kleiner Tipp von mir. Nehmt geräuchertes Paprikapulver, also süßes geräuchertes Paprikapulver. Ihr kriegt dann unglaublich geilen Geschmack an die Pommes. Eure Gäste werden es euch danken, eure Freunde, wie auch immer. Und da, oh, da merkt man schon, wir machen nachher auch den Test, ob die Pommes wirklich schön knusprig werden. So, jetzt lassen wir die da schön da drin. Und sehen uns gleich wieder. Und sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, fertig! Die Pommes sind fertig. Ihr könnt sie noch ein bisschen dunkler werden lassen. Aber ich persönlich mag sie gar nicht so dunkel. Und jetzt einfach raus und jetzt kommt der Test. Achtung! Hört ihr das? Und wenn die klirren, ja, dann sind sie fertig. Dann sind sie gut. Wie gesagt, wenn ihr wollt, lasst sie noch ein bisschen drin, wenn ihr mehr Farbe haben wollt. Das ist so eine Geschichte, das muss jeder ein bisschen für sich wissen. So,
Jetzt macht er da einfach ein bisschen Salz und Paprika drüber. Wie viel Gramm? Spaß. Nach Bedarf. So. Gut. Ein Daumen. Perfekt. Boah, geil. Viel besser als bei McDonald's und Co. Probiert's aus, macht's einem selber. Geht schnell, ist lecker. Kinder lieben euch dafür. Danke, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Kochen ist kein Hexenwerk. Aus der Hölle. Tschüss. Bye.